Die Euro-Krise verschärft sich weiter. Fast ein halbes Dutzend Länder stehen vor dem Staatsbankrott. Griechenland, Irland und Portugal mussten schon den Offenbarungseid leisten. Deshalb wurde schon vor einem guten Jahr ein erster Euro-Rettungsschirm verabschiedet, an dem Deutschland einen Anteil in der schwindelerregenden Höhe von 391 Milliarden Euro übernehmen muss. Nun soll ab 2013 ein neuer ständiger Rettungsschirm, der die Bezeichnung ESM tragen soll, installiert werden. Der NPD-Landtagsabgeordnete Arne Schimmer warnt vor diesen Plänen. Die EU entscheidet, Deutschland zahlt. Dieser Grundsatz gilt eigentlich schon seit der Gründung der EWG im Jahre 1957. Denn der Grundfehler war, dass man wirtschaftlich starke Ökonomien mit wirtschaftlich schwachen, defizitären Ökonomien zusammengebunden hat. Und deshalb wurde im vergangenen Mai der erste Rettungsschirm namens ESFS notwendig, wovon Deutschland schon den Löwenanteil von 148 Milliarden Euro übernahm. Und genau wie von der NPD vorhergesagt, wurde dadurch die Euro-Krise eben nicht beseitigt oder auch nur abgemildert, sondern weitere EU-Staaten sind in den Staatsbankrott reingeschlittert, nämlich Irland und Portugal. Und vor kurzem hat also der Münchner Professor Hans-Werner Sinn vom IFO-Institut errechnet, dass sich deshalb mittlerweile der Umfang der deutschen Haftung schon bei diesem bestehenden Rettungsschirm auf 391 Milliarden Euro beläuft. Und das bedeutet, dass Deutschland deswegen mittlerweile selbst Gefahr läuft, einen Staatsbankrott zu erleiden. Ja, der neuerliche Rettungsschirm beinhaltet eigentlich eine ganz unfassbare Regelung, nämlich die Entscheidungen über die Mittelverteilung werden nicht mehr die nationalen Parlamente treffen, sondern der Verwaltungsrat dieses Rettungsschirmes. Und das bedeutet, dass die nationalen Parlamente entmachtet werden und dass die Parlamente ihr Königsrecht verlieren, nämlich das Budgetrecht. Und man kann wirklich davon sprechen, dass mit der Einführung des ständigen Rettungsschirmes ESM sozusagen eine unbegrenzte Abbuchungsvollmacht auf den deutschen Staatshaushalt erteilt werden würde und dass bei jeder neuerlichen Krise eines Euro-Staates sich dieses Krisenland praktisch unbegrenzt aus dem deutschen Staatshaushalt bedienen könnte. Ich möchte also erstmal betonen, dass also alle europäischen Staaten mit nationalen Währungen bessere Chancen hätten und dass es unserer Auffassung nach, also nach Auffassung der NPD, jetzt darum geht, den Frieden in Europa zu erhalten durch die Wiedereinführung von nationalen Währungen. Denn gerade den schwächeren südeuropäischen Staaten wie Griechenland, wie Portugal, wie Italien, würden nationale Währungen die Möglichkeit verschaffen, wieder die Währung abwerten zu können, dadurch den Export ankurbeln zu können, dadurch den Tourismus ankurbeln zu können und den wirtschaftlich stärkeren Staaten wie Deutschland, wie Österreich, wie den Niederlanden würde die Wiedereinführung nationaler Währungen eben die Möglichkeit verschaffen, ihren Staatshaushalt wieder zu konsolidieren. Und deswegen ist jetzt einfach das Gebot der Stunde und das Gebot der Vernunft, dass man dieses Euro-Abenteuer beendet. Es schadet allen. Es gibt eben verschiedene Staaten in Südeuropa, die einfach nicht mehr mitkönnen, weil sie wirtschaftlich schwächer sind, weil sie nicht so produktiv sind wie beispielsweise Deutschland. Und deswegen schadet der Euro allen. Und wir sagen eben, wir müssen wieder zurück zu nationalen Währungen, damit eben keine neuen Konflikte in Europa aufkommen und damit auch der deutsche Steuerzahler nicht zur Melkkuh ganz Europas wird, sondern dass es, wie es ja auch das Bundesverfassungsgericht in Karlsruhe eben vorgeschrieben hat oder vorgesehen hat, dass eben der deutsche Steuerzahler nicht haften muss für südeuropäische Pleitestaaten. In der Plenardebatte im Sächsischen Landtag zu diesem Thema am 25. Mai 2011 forderte auch der Abgeordnete Andreas Storr notwendige Konsequenzen. Wir müssen uns endlich eingestehen, der Euro ist gescheitert. Um aus dem von den Etablierten angerichteten Schlamassel herauszukommen, muss nun zuerst ein Umschuldungsplan für die bankrotten Euro-Staaten eingeführt werden. Umschuldung heißt, dass die Gläubiger, also insbesondere die Großbanken, die massenweise griechische, irische und portugiesische Staatsanleihen halten und sich damit in den letzten Jahrzehnten eine goldene Nase verdienten, auf einen Teil ihrer Forderungen verzichten müssen. Nach Auffassung der NPD sollte dies konkret für die Großbanken als bisherige Hauptprofiteure des Euro-Rettungsschirms bedeuten: Verzicht auf Zinszahlungen, Verschiebung der Tilgung und teilweise Verzicht auf Rückzahlung der Schulden. Der nächste Schritt muss die Auflösung der Eurozone in ihrer jetzigen Form sein. Die Defizitländer brauchen ihre eigene Währung und damit ihre Finanzhoheit zurück,
um insbesondere die Großbanken in eine Umschuldungslösung mit einzubeziehen und diese Großbanken an den Lasten der Krise zu beteiligen. Die NPD sieht dringlichen Handlungsbedarf, damit uns unsere Zahlungsfähigkeit nicht auch wie Sand zwischen den Fingern zerrinnt.